Okay, willkommen zurück. In meinem letzten Video haben wir über das Addieren von und zusa oder Zusammenzählen von einfachen Zahlen gesprochen und das habe ich dir da erklärt. Wir können uns einfach nochmal ein paar Beispiele überlegen. Zum Beispiel haben wir zum Beispiel, was ist 3 plus 2? Und da haben wir gesehen, okay, wir können es mit einfach dem ganz normalen Zusammenzählen machen. Nehmen wir mal an, wir haben 10 heute mal Zitronen zusammen. Also wir haben 1, 2, 3 Zitronen und du gibst mir noch 2 dazu. Dann haben wir, wenn wir das jetzt einfach zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, 3 plus 2 ist 5. Und wir haben auch gesehen, dass wir das auch umdrehen können. Du kannst auch 3 plus 2 rechnen und auch da genau das gleiche Ergebnis. Achso, Entschuldigung, jetzt muss ich. Es war natürlich genau das gleiche. Ich meinte 2 plus 3, also einfach mal ausgetauscht. 2 plus 3. Und was gibt es? Da können wir auch unsere Zitronen nehmen. Nehmen wir mal an, ich habe schon 2 Zitronen gehabt und du gibst mir noch 3 dazu. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Zitronen, also auch 5, genau das gleiche. Das heißt, bei der Addition, weißt du jetzt, kannst du die Zahlen einfach immer austauschen. 3 plus 2 und 2 plus 3 ist genau das gleiche, nämlich 5. Und das ist eine Art und Weise des Zusammenzählen, das ist einfaches Zählen. Also wir malen Kreise und zählen die dann zusammen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das an einem Zahlenstrahl zu machen, das habe ich dir letztes Mal auch gezeigt. Und zwar, jetzt malen wir mal einen etwas größeren, längeren Zahlenstrahl. So. Und zwar fangen wir bei der 0 an. 0 hatte ich dir letztes Mal auch schon ganz kurz erzählt. 0 ist eigentlich nichts. Also, wenn du 0 Zitronen hast, sind deine Hände leer, da ist nichts in deinen Händen. Brauchst du dir aber im Moment noch keine großen Gedanken drüber machen. Das werden wir alles später nochmal in Ruhe erklären, wenn wir über Zahlen reden im Allgemeinen. Also wieder ganz normal, Zahlenstrahl ist eine Reihenfolge von Zahlen. Es geht in einer Schritten hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wie lang wollen wir denn jetzt? Gehen wir mal bis 13, 14, 15. So. Und es geht also beliebig weit. Du kannst dir vorstellen, du kannst jetzt weiterzählen. 16, 17, 18, 19, 20 bis 30, 40, 50. Du kannst 100 bis in die Millionen rein, könntest du diesen Zahlenstrahl jetzt weitermalen. Ist aber nicht unbedingt so praktisch, da hast du auch nicht genug Platz auf deinem Papier. Deshalb für unsere Zwecke reicht es jetzt erstmal und ich zeige dir jetzt einen Weg, wie du anders rechnen kannst, ohne zu zählen und ohne den Zahlenstrahl unbedingt immer benutzen zu müssen. Nämlich heute will ich mit dir etwas größere Zahlen zusammenrechnen. Zum Beispiel fangen wir mal noch relativ einfach an mit 9. Und jetzt jetzt zählen wir da 3 dazu. So, und das schreiben wir heute mal unten drunter das Ergebnis. Also 9. Jetzt könnten wir wieder mit unseren Kreisen zählen oder mit unseren Zitronen oder Äpfeln. Also malen wir mal 9 Zitronen auf. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt zählen wir noch 3 dazu. 1, 2, 3. Und wenn wir das jetzt zusammenzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kriegen wir dann am Ende 12 raus. So, jetzt siehst du schon, das ist jetzt eine Zahl, die ist ein bisschen größer wie alle anderen und sie hat vor allem zwei Stellen. Also die 2 hinten und die 1 vorne.
Also die Zahl ist aus zwei Grundzahlen zusammengesetzt, der 1 und der 2. Und das erzähle ich dir und erkläre ich dir alles noch im Verlauf, teilweise in diesem Video oder auch erst in späteren Videos. Da brauchst du dir jetzt auch noch keine größeren Gedanken drüber machen. Nur so viel, die 12 besteht aus zwei Stellen. So, und ich will mit dir jetzt Zahlen zusammenrechnen, die aus zwei Stellen bestehen, also zweistellige Zahlen. Das ist eine. Schreiben wir das mal hier auf. Zweistellig. So. Und zwar, was machen wir denn für ein Beispiel? Fangen wir mal an. Das ist jetzt schon relativ schwierig. Ach so, ja. Wir haben jetzt das Beispiel hier im Zählen, können wir natürlich ganz genauso auch am Zahlenstrahl machen. Das heißt, ich nehme mal hier mal ein Gelb. Ich fange bei 9 an und im Zahlenstrahl haben wir schon gelernt, wir gehen immer in einer Schritten hoch. Das heißt, wenn wir zu 9 jetzt noch 3 dazu zählen wollen, 1, 2, 3 und dann landest du bei der 12 und es passt also auch. Das heißt, du kommst immer zum richtigen Ergebnis, egal welche Zählart oder welchen Mechanismus du benutzt. Gut, dann lass uns mal ein schwierigeres Beispiel nehmen. Und zwar rechnen wir jetzt 27 plus 15. Okay, jetzt siehst du, das sind zwei zweistellige Zahlen. Die 27 besteht aus zwei Stellen, der 2 und der 7 und die 15. Lass uns mal vielleicht kurz die 27 anschauen. Also die 27 besteht aus zwei Stellen, 27. Und es ist eigentlich nichts anderes als, könntest auch sagen, das ist auch 20 plus 7. Ja, das ist genau das Gleiche. Oder du kannst auch sagen, das sind 7 1-Cent-Stücke und 2 10-Cent-Stücke. Und das ist genau das, was ich dir hier gerade erklären will. Diese zweistelligen Zahlen haben eine Einerstelle. Das ist diese Seite hier. Das ist die Einerstelle. Einer. Und das sind die Zehner. Zehnerstelle. Lass mich dir das nochmal vielleicht ganz kurz verdeutlichen an der 27. Also, du könntest, anstatt einfach 27 zu sagen, könntest du auch ganz einfach sagen, okay, das ist 20 plus 7 und das sind 7 1-Cent-Stücke, 3, 4, 5, 6, 7 und 2 10-Cent-Stücke. Ja, und das ergibt 27 und so kannst du über einer Stelle und zehner Stelle nachdenken. Das gilt genauso für die 15. Die 15 wäre dann 5 und 10. Also ein Zehner und 5 Einser. Aber wie gesagt, da können wir später auch noch ein bisschen im Detail drüber reden in den zukünftigen Tutorials. So, wie rechnen wir das jetzt zusammen? Also du könntest hier auch Kreise machen und das zusammenzählen. Du könntest aber auch den Zahlenstrahl nehmen, wenn du den groß genug machen würdest. Also müsste man den Zahlenstrahl jetzt hier oben etwas verbreitern oder verlängern nach rechts raus. Soweit wie er eben notwendig wäre. Es gibt aber eben auch noch eine andere Möglichkeit, die ich dir jetzt zeigen will. Also, und die geht so. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die einer Stelle. Also das ist hier die rechte Seite. Und zählen es einfach zusammen. Also 7 plus 5. So, was ist 7 plus 5? 7, schreibe ich mal hier drüben hin. 7 plus 5. Da können wir auch wieder unseren Zahlenstrahl benutzen. Also 7 plus 5, gehen wir hier hin. 7 und zählen 5 dazu in Einserschritten. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 12. Das heißt, 7 plus 5 ist 12.
So, das ist jetzt wieder eine zweistellige Zahl und die schreiben jetzt hier unten drunter, zumindest teilweise. Und wir schreiben hier jetzt nur die 2 drunter. Und weil wir hier jetzt nur die Einerstelle aufschreiben und die Einerstelle ist eben diese 2 und die 1 ist auf der Zehnerstelle, die wollen wir uns jetzt, die schreiben wir jetzt nicht auf die Einerstelle, sondern da schreiben wir nur die Einerstelle, die 2 hin. Ich erkläre das alles noch ein bisschen detaillierter in den nächsten Videos. Du kannst dir jetzt erstmal merken, stell dir einfach vor, in der Einerstelle ist einfach nicht mehr Platz als für eine Ziffer oder für eine Zahl. Da passt jetzt nur die 2 rein. So. Und die 1, was machen wir mit der 1? Die merken wir uns und schreiben die einfach mit in die Zehnerstelle mit rein. Und man sagt dazu auch entweder 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Das heißt, die merken wir uns da oben. Und jetzt sind wir mit der Einerstelle fertig. Jetzt nehmen wir uns die Zehnerstelle vor und rechnen die zusammen. Und das können wir auch oben am Zahlenstrahl machen. Also, wir fangen mit der 2 an. Dann rechnen wir noch 1 dazu. Und dann zählen wir noch 1 dazu. Und dann landen wir bei der 4. Das heißt, 2 plus 1 plus 1 ist 4. Und im Endergebnis 27 plus 15 ist dann 42. Also ganz einfach, du siehst also, jetzt haben wir zwei relativ große Zahlen zusammengerechnet und es ist ein noch größeres Ergebnis bei rausgekommen. Und wenn wir das auf dem Zahlenstrahl hätten machen wollen oder mit den einzelnen Kreisen malen, dann wären wir wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig, weil dann hätten wir ganz schön viel malen müssen noch. Und so kannst du relativ einfach zweistellige Zahlen zusammenrechnen. Lass mich dir nochmal ein paar Beispiele geben. Zwar nehmen wir mal 78 plus 3. So, und was gibt das jetzt? Also 8 plus 3 machen wir auch wieder am Zahlenstrahl. Dann nehme ich jetzt mal vielleicht grün. Dann haben wir noch eine neue Farbe, dann wird es nicht so verwirrend hier oben. Also 8 plus 3, fangen wir bei der 8 an. Jetzt male ich mal unten weiter und gehe 3 Schritte weiter. 1, 2, 3, lande bei der 11. Das heißt, 8 plus 3 ist gleich 11. So, und diesen Einer trage ich jetzt auch wieder hier unten rein und den anderen Einser, der kommt in die Zehnerstelle, den merke ich mir und dann sage ich mir einfach 1 gemerkt oder 1 im Sinn, sagt man da auch. Und dann rechne ich die Zehnerstelle durch. 7 plus 1, das mache ich auch hier oben. Das mache ich jetzt wieder in Rot. 7, fangen wir bei der 7 an und 1 dazu ist 8. Also 7 plus 1 ist gleich 8 und trage das hier in die Zehnerstelle. Und dann ist unser Ergebnis 78 plus 3 ist 81. So, also ganz einfach, du siehst schon, wir haben jetzt diese große Zahl zusammengerechnet und im Endeffekt das Einzigste, was wir hier machen mussten, war 8 plus 3 rechnen, das ist 11 und 7 plus 1 rechnen, das ist 8. Und das hatten wir in dem letzten Tutorial schon besprochen. Ist also ziemlich einfach. Noch ein Beispiel will ich dir zeigen. Nehmen wir, das schreiben wir hier drüben hin, 56 plus 2. So, das ist jetzt noch ein bisschen einfacher. Du siehst schon, in den letzten beiden Beispielen haben wir uns immer 1 gemerkt. Also hier bei 27 und 15 haben wir 1 uns merken müssen, damit die 42 richtig rauskommt. 78 plus 3 haben wir auch uns 1 gemerkt. Einfach weil als wir die Einerstelle zusammengezählt haben, kam immer eine zweistellige Zahl raus. Das heißt, da musste man uns immer 1 merken. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal musst du dir auch gar nichts merken. Dann kannst du einfach ganz normal weiterrechnen. Das ist ganz einfach. Und in dem Beispiel möchte ich dir das jetzt zeigen. Also zuerst kommt wieder die Einerstelle. Können wir hier kurz vielleicht so einkästeln. Die Einerstelle ist 6 plus 2. Dann nehmen wir einfach mal weiß. So, 6 plus 2. Also haben wir hier die 6 und 2 dazu ist 1, 2, das ist 8. Also 6 plus 2 ist gleich 8. Du siehst schon, da ist jetzt
keine zweistellige Zahl bei rausgekommen. Das ist eine ganz einfache 8 und die schreiben wir hier unten. Brauchen wir uns gar nichts merken und können, und dann gibt es hier auch in der Zehnerstelle nichts zusammenzurechnen. Das heißt, da können wir einfach die 5 unten dran schreiben und dann ist unser Ergebnis auch gleich schon fertig und das ist die 58. So, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und du hast es verstanden. Rechne dir einfach noch weitere Beispiele aus. Auf der Webseite gibt es ja auch ganz viele Übungen, die du rechnen kannst und ich hoffe, das hat dir was geholfen. Viel Spaß dabei. Und tschüss. Bis dann.